bist gerade auf der Suche nach einem Videolichtset, dann möchte ich dir dieses Videolicht, welches im Set gibt, das heißt, ihr bekommt hier zwei Stück davon, also dieses Videolicht mal zwei. Das Newer Videolicht, LED Videolicht 660. Und es ist in meinen Augen ein richtig gutes Videolicht, nicht nur von der Funktion, sondern auch vom Preis her. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier absolut. Und wenn ihr sowas sucht, dann bleibt unbedingt dran, denn direkt nach einem kurzen Intro werde ich euch das Licht mal näher vorstellen. Bis gleich! Hallo und willkommen zu einem neuen Produktvideo auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt TTKW. Mein Name ist Zusch Vinzenz und heute geht es um das Videolicht von Newer. Das ist ein Zweifachset, zwei Videoleuchten, zwei Ständer, zwei Farbpaletten und dazu gibt es noch eine richtig große Transporttasche für die Stative sowie für die Lichter. Und in dieser Transporttasche befinden sich noch zwei kleinere Taschen, in denen ihr die LED-Lichter separat verpacken könnt. Also, ein richtig tolles Set. Ich habe es euch unten in der Videobeschreibung mal verlinkt. Schaut mal rein, wenn es euch interessiert. Schaut, was andere Käufer dazu geschrieben haben. Sie sind rundum begeistert von diesem Set. Also wenn ihr sowas sucht, kann ich das euch nur empfehlen. Aber bleibt erstmal dran. Ich stelle es euch erstmal vor und dann könnt ihr immer noch schauen, ob es das Richtige für euch ist. Dieses Newer LED-Licht heißt 660, weil es 660 LED-Paneele hat. Also es hat 660 LEDs. Ihr könnt das Ganze mit Strom betreiben, also es ist ein Netzgerät für jedes Panel dabei, aber ihr könnt das Licht auch mit den normalen Akkus betreiben, die ihr von Sony kennt, zum Beispiel mit den NPF 750. Diese passen perfekt hier in das Videolicht rein. Ihr braucht davon zwei Stück. Ja, ansonsten habt ihr hier zwei Drehschalter, einmal für die Helligkeit und einmal für die Kelvin von 3200 bis 5600 Kelvin ist die Spektrumbreite. Ansonsten sind bei dem Set, wie gesagt, zwei Lampen enthalten und auch zwei Stative. Ihr könnt die Lampe allerdings auch auf jedes normale Fotostativ aufschrauben oder aufstecken. Ihr habt hier oben sogar noch ein Viertelzoll Gewinde. Also ihr könnt die Stative auch für etwas anderes verwenden, indem ihr zum Beispiel eure Kamera darauf aufschrauben könnt. Ja, die Stative sind selbstverständlich höhenverstellbar. Ich habe es jetzt ziemlich weit unten stehen, damit ich euch das Produkt besser zeigen kann. Aber wir können es natürlich auch noch höher fahren, indem wir das Stativ einfach ausfahren. Ihr seht, es lässt sich sehr weit nach oben fahren. Das zweite Licht filmt mich gerade. Normalerweise filme ich mit beiden Lampen, jetzt nur mit einer. Das merkt ihr wahrscheinlich und daher zeige ich euch auch nur eine, aber das reicht ja vollkommen aus. Die Kelvinzahl lässt sich von 3200 auf bis zu 3600 erhöhen. Davon sind 330 LED weiß und 330 LEDs gelb. Das LED-Licht hat diese Scheunentore, damit man das Licht dahin befördern kann, wo man es braucht. Wenn man es nicht mehr benutzt, kann man es natürlich auch zuklappen. Außerdem hat es diesen U-Bügel, damit man die Lampe perfekt neigen kann. Dazu muss man sie seitlich aber erstmal aufschrauben. Das heißt, ihr könnt die Lampe nun nach oben strahlen lassen, nach unten, also im Prinzip in alle Richtungen, wie ihr das gerne möchtet. Die Lampe ist mit 40 Watt angegeben, das heißt, sie hat ungefähr eine Leuchtkraft von 40 Watt.
Ja, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ihr werdet es dann auch sehen, denn sie kommt mir um etliches heller vor. Die Lumenanzahl beträgt 3300. Wie bereits erwähnt, könnt ihr die Leuchten mit Akku oder mit Netzadapter betreiben. Dazu ist dieses Kabel und das Netzgerät enthalten. Es ist recht lange, sodass ihr ja ein Kabel habt von ca. 3 Meter Länge. Wenn eure Steckdose auch ein wenig weiter weg ist, ist das kein Problem, damit ihr die Lampe trotzdem anschließen könnt. Ihr müsst die Lampen nicht im Set kaufen, ihr könnt diese auch einzeln kaufen, ihr könnt diese auch ohne Stativ kaufen. Was enthalten ist, ist dann die einzelne Tasche für jedes Panel sowie diesen U-Bogen. Also diesen braucht ihr nicht extra kaufen. Ich habe mir das Ganze im Set gekauft, weil ich 2 Lampen benötige und das Ganze dann auch daher praktischer ist, wenn man gleich die Stative mitbestellt. Es ist dieser Diffusor enthalten, damit die Lampe etwas weicher wird oder das Licht besser gesagt weicher wird. Jetzt könnt ihr zum Beispiel auch die 660 LEDs sehen. Wenn ihr diesen davor macht, ist das Licht natürlich weicher, als wenn ihr es weglasst. Aber ich schalte sie jetzt mal an, damit ihr erstmal einen Eindruck bekommt, wie das Licht überhaupt wirkt. Dazu verbinde ich das Panel mit dem Strom und ihr habt hier einen On- und Off-Schalter. Kippt ihr auf die linke Seite, habt ihr den Akkubetrieb. Kippt ihr auf die rechte Seite, habt ihr den Netzbetrieb. In der Mittelstellung ist die Lampe auf Off geschaltet. Und jetzt könnt ihr mal sehen, das ist der Betrieb ohne Diffusor. Ich drehe sie mal kurz ganz hoch, damit ihr die volle Leuchtkraft sehen könnt. So habt ihr das kaltweiße Licht und so natürlich das warmweiße, wo auch die gelben Lichtchen entfaltet werden. Und jetzt schieben wir den Diffusor mal wieder rein und dann könnt ihr mal sehen, was für einen Unterschied das Ganze macht. So drehen wir sie jetzt ganz runter. Jetzt drehen wir nur das weiße Licht auf und jetzt drehen wir das gelbe auf. Ich denke, ihr könnt den Unterschied schon sehen. Jetzt drehen wir das weiße raus. Jetzt ist die Lampe natürlich warmweiß. Zusätzlich haben wir noch einige Farbfilter enthalten, also für beide Leuchten in verschiedenen Farben, in Rot, Blau, Grün und so weiter. Insgesamt sind es jeweils 8 Farbfiltersätze. Also 8 Farben pro Lampe. Es handelt sich hierbei um ein CRI 96 Plus LED-Lampe. Das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. So, hier zeige ich euch das Ganze nochmal aus der Nähe. Also das ist der Drehschalter für das gelbe Licht. Also wenn ihr das ganz nach oben dreht, habt ihr ein ganz warmes Licht. Wenn ihr es nach unten dreht und das Weiße nach oben, habt ihr selbstverständlich ein kaltes Licht. Wenn ihr beides nach oben dreht, habt ihr auch das hellste Licht. Hier habt ihr den Schalter, um das Gerät zu aktivieren, also nach rechts, um den Strombetrieb zu aktivieren und nach links, um den Batteriebetrieb zu aktivieren. Das Tolle ist, das komplette Gehäuse ist aus Aluminiumlegierung. Das heißt, das fühlt sich halt alles erstmal hochwertig an. Da hat man keine Befürchtungen, dass irgendwas mal abbricht oder irgendwas kaputt geht. Das ist genau das, was ich meinte vorhin mit Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ich finde, das Set hat ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Es gibt von diesen Panels auch noch leistungsfähigere mit mehr LEDs, also ich glaube 960 und 1200. Diese sind da natürlich auch noch etwas größer, aber ihr könnt ja sehen, ich filme mich jetzt mit einem Panel, also mit diesem Panel sozusagen. Und ich denke, es ist auch vollkommen ausreichend, wie ihr sehen könnt. Und gerade im Videobereich, sage ich mal, ist dieses Licht eigentlich vollkommen ausreichend. Selbst das kalte Licht, was ihr jetzt an mir seht, ist ja entsprechend passend. In der Fotografie müsst ihr halt ein wenig dann die
das kalte Licht rausnehmen und mehr auf das warme Licht stellen oder diese Diffuser hier einsetzen, welche ich euch vorhin gezeigt habe in verschiedenen Farben, dann könnt ihr diese auch für die Fotografie benutzen. Ansonsten finde ich diese Scheunentore auch sehr praktisch. Da könnt ihr das Licht genau dahin lenken, wo ihr es benötigt. Und was ich halt auch sehr praktisch finde, ist der Betrieb mit dem Akku. Also wenn ihr mal keine Steckdosen zur Verfügung habt, wenn ihr jetzt im Wald seid oder irgendwo, ist das natürlich toll, dass ihr einfach zwei Akkus reinsteckt. Ich verlinke euch diese Akkus unten auch mal gleich mit. Und ja, ihr könnt diese Panels dann trotzdem weiterhin nutzen. Ich habe es ja noch nicht ausgetestet, wie lange so ein Akku hält, aber ich habe mich mal belesen und habe herausgefunden, dass der Betrieb mit Akkus 2 Stunden halten soll. Also, und ich denke, 2 Stunden ist völlig ausreichend, um ein Video zu produzieren. Was ich auch als positiv empfinde, ist, dass die Panels lautlos sind. Also man hört absolut kein Summen oder irgendein Geräusch, ja, wie das bei manchen anderen Panels oder bei manchen anderen Beleuchtungen ist. Oft hört man da ein leichtes Summen oder so. Hier hört man absolut nichts. Nada. Also das ist absolut lautlos. Und gerade beim Filmen benötigt man lautlose Lampen, lautlose Panels, denn diese Lüfter, die oft in den Beleuchtungen enthalten sind, sind dann störend. Was ich als kleinen Nachteil empfinde, ist, dass man ja zwar die Helligkeit, das gelbe Licht und das weiße Licht separat regeln kann, aber man kann nicht sehen, wie hoch der Kelvin-Bereich momentan liegt. Also bei teureren Geräten kann man das direkt einstellen. Da kann man zum Beispiel eingeben 5000 Kelvin und dann schaltet die Lampe automatisch auf 5000 Kelvin. Oder man hat ein kleines Display, wo man dann ablesen kann, wie viel Kelvin man gerade eingestellt hat. Ich habe so eine Fotoleuchte, welche ich euch in einem anderen Video vorgestellt habe, welche man auf die Kamera aufsteckt. Da kann man das zum Beispiel genau ablesen, die Helligkeit sowie der Kelvin-Bereich. Ansonsten finde ich auch noch ein kleiner Nachteil, ja, dass diese Scheunenklappen manchmal im Weg sind. Zum Beispiel, wenn man jetzt die Lampe nach unten bewegen will, dann ist diese Scheunenklappe leider im Weg. Und auch die zwei äußeren. So, das heißt, man muss das Ganze erstmal nach unten stellen, die Scheunenklappen zumachen und ja, dann wieder öffnen. Das ist so ein kleiner Nachteil. Von daher, wenn ihr das außer Kraft setzen möchtet, würde ich euch empfehlen, hier zwischen, also zwischen diesem U, zwischen dieser U-Halterung und dem Stativ noch einen, noch einen Kugelkopf einzusetzen und dann könnt ihr den oberen Bereich wenden, wie ihr wollt. Dann seid ihr nicht mehr auf diese U-Halterung und auf diese Scheunenklappen angewiesen. So toll wie diese Scheunenklappen sind, sie können auch, wie ihr seht, im Weg stehen. Gerade wenn man irgendwas von oben beleuchten möchte. Ja, oder man schraubt diese ab, das ist auch kein Problem. Ihr seht, ihr habt hier einfach ein paar Schrauben und könnt diese natürlich auch abschrauben, ist auch eine Möglichkeit, aber dann hat man sie nicht mehr. Ja, kommen wir zu einem kurzen Fazit. Ein tolles Lampenset zu einem tollen Preis. Ich glaube, wenn ihr diese Panels einzeln kauft, kosten sie um die 68 Euro. Ich verlinke euch das alles unten mal, also die einzelnen Panels, dann das komplette Set, so wie ich es mir gekauft habe, mit den Stativen, mit den dazugehörigen Taschen für den Transport sowie den Netzanschlüssen und ja, den Akkus verlinke ich euch auch zusätzlich noch. Also ich sag mal, wenn ihr gerne Videos dreht, wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, dann ist das optimal. Sie sind leise, sie machen keine Geräusche, sie haben keine Lüfter, ihr könnt euer Licht dahin setzen durch die Scheunentüren, wo ihr das Licht benötigt.
Ihr könnt von warmweiß auf kaltweiß umstellen. 3200 bis 5600 Kelvin finde ich absolut ausreichend. Und ihr könnt ja sehen, wenn die Lampe mich ausleuchtet, ich drehe es mal, das gelbe Licht nochmal hoch und das weiße runter. Und jetzt das gelbe runter und das weiße hoch. Ja, ich bin begeistert davon. Ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Kleine Nachteile, die Scheunentüre sind als im Weg. Was ihr dagegen machen könnt, habe ich euch gesagt. Ich fand es toll, dass man auch Akkus einbauen kann und nicht nur das Ganze mit Strom betreiben kann. Also von daher ein tolles Set in einem super Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Qualität stimmt, die Qualität ist hochwertig. Es ist alles dabei, was man benötigt. Ich würde diesen Lampen ja 4,5 von 5 Lampen geben. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie mir unten in den Kommentaren. Verwendet die Bewertungsfunktion mit einem Like oder Dislike. Nicht für das Produkt, sondern für das Video, wie sehr es euch informiert hat. Abonniert meinen kostenlosen Kanal, damit ihr keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Drückt dazu natürlich die Abo-Glocke, das ist ganz wichtig, damit euch das nächste Video angezeigt wird. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ich konnte euch gut informieren. Euer Zusch Vinzenz. Und nun legt euch wieder hin und schaut euch die Videos an, die ich euch hier noch weiter verlinkt habe. Ciao!